Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Wir sind gerade dabei, eine Stadt zu verteidigen. Also dieses Dorf kennt man ja eigentlich aus dem FF. Ja, er sagt, er gewinnt. Ich sage, wir haben eine Chance. Das Problem ist natürlich diese Kavallerie. Plänkler, danke. Plänkler Kavallerie ist nie sehr gut. Deswegen werde ich versuchen, mich so weit wie möglich zu verschanzen. Weil nee, die kommen in die Mitte. So. Die Jugendlichen kommen hier hin. Die kommen hier hin. Die Kavallerie kommt hier hin. Und bei gewilltem Ausbruch gehe ich dann hier so rum. Irgendwie so. So. Also mal schauen. Also er könnte. Ups. Er könnte mit den. Mit der Kavallerie sehr großen Schaden anrichten, aber zum Glück macht das gerade nicht. Unser General wird angegriffen. Zum Glück fokussiert er gerade hier den da. Ganz gut, dass er hier auf die Hopliten geht und nicht auf die Pikinierseinheit. Habe ich schon gesagt, ich weiß. das ist schon mal ganz gut, dass er jetzt fast tot ist. Okay, das ist auch super, dass er das gemacht hat. Ist so dämlich. Ja, das nervt immer, wenn der wankt und dann ja. Ah, okay. Gut. Die Arme hier sind total. Jetzt ist er voll übertrieben. Waren schon einige. Das ist unpraktisch, dass der jetzt nach da geht. Erwarte eure Befehle.
Und ich gehe nochmal zurück und dann muss ich nochmal einchargen. Damit die dann komplett weg sind. Ich versuche jetzt mal durchzubrechen. Das hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Wie weit können die werfen? Ja, krass. Befehl verstanden. Periökische Hopliten. Bürgerkavallerie. Nahkampfkavallerie. Wäre bereit. Hier will ich auf jeden Fall in den Rücken chargen. Sonst haben die nämlich gar keine Chance. Das hat geklappt. Das klappt auch. Das klappt auch. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir's. Hier muss ich die nur sehr schnell jetzt aufreiben und dann kann ich hier reinchargen. Der greift auch hier an und nicht da. Das ist schon mal gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Sehr schön. Gut. Hat alles so funktioniert wie fast geplant. Vorspulen, bitte. Die Männer wanken. Ja, ja, das können sie machen.
noch den General. Der feindliche General ist. Ja, warte, die restlichen auch noch, dann bekommen die ein bisschen Erfahrung. Oh. Eine Kavallerieeinheit ist weg. Ja. Aber ohne die Kavallerie hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sehr sicher. Aber naja. Ah, jetzt steh schon auf hier. Wir wissen alle, dass du nichts kannst. Knapper Sieg. Ja, dieses Mal stimmt es sogar. Spartas Mythos, Oliver. Infanterie, Kavallerie, natürlich Infanterie. Ein neuer Anführer, natürlicher Tod. Ah, ist natürlich nicht ganz so geil. Ach, wo ist denn der hin? Oh, Imperium. Nice. Der hatte doch eine Fullstack-Armee hier drin. Wo ist die hin? Bleib mal da, vor Ort. Kann ich euch behilflich sein? Schnell und lautlos. Ein Schatten unter Schatten. Ein Schatten unter Schatten. Hm. Schattenception. So. Hm. Gut, dann gehst du mal weiter. Dann gehst du mal bis nach Tiros, weil da ist noch eine größere Garnison, beziehungsweise keine Garnison, sondern eine Kaserne. Hier können wir sogar. Wo sind wir? Okay, da sind wir schon mal nicht. Wir sind überall anders. Dann bekommt Afrika mal nichts, aber Libya. Libya! Loyalität zur politischen Partei. Industrie ist ganz nett. Öffentliche Ordnung können wir hier gebrauchen. So. Ich möchte wirklich wissen, wo die Armee von dem ist. Das macht schon Damage hier. Uiuiui. Okay, die habe ich vielleicht gerade ein bisschen zu weit vorgeschickt. Das kann natürlich sein. Aber, also, was er machen könnte, ist,
mit der sämtliche Söldner in dieser Fraktion, diesem Gebiet kaufen und mit beiden angreifen. Also die quasi hier rausstellen und den hier hin. Dann wird es auf jeden Fall schwer für mich. Natürlich nicht unmöglich, aber schwer. So. Seid ihr mutig oder töricht? Oder. Auf euren Münzen! Du hast was im Mund. Versuch die Wahrheit nicht mit. Auf euren Münzen! Sind die Götter hässliche Herrscher. Ja. Seid willkommen, Botschafter. Wenn. Nein! Und unser Volk wird den Göttern für die Ablehnung dieses stinkenden Mists danken. Oh. Seid willkommen, Botschafter. Wenn. Nein. Und unser Volk. Von den dreckigen Mist. Hallo? Wir bekommen unsere Güter von überall von der Welt, so ungefähr. Was geht denn bei dem ab? Ich finde es auch sehr, sehr komisch, dass die. Wenn. Also, die sind mein Klientelkönigtum. Die haben nichts zu sagen, ganz ehrlich. Beziehungsweise, die haben was zu sagen, ja. Aber. Wenn die so mit. Mit ihren. Wie heißt es dann? Also, wenn sie mein Klientelkönigtum sind, was bin ich dann für sie? Der Protektor? Nee. Protektorat ist ja was anderes, glaube ich. Klientel. Naja, Klientelkönigtum ist ja eigentlich, dass die immer noch einen König haben. Und der untersteht quasi mir. Also bin ich. Mehr oder weniger. Oh, good job. Mehr oder weniger der Führer von denen oder. Vielleicht nicht der Führer, aber der Leiter? Ich weiß es nicht. Ja. Er macht das, aber. Er hätte es anders. Also, er hätte die Armee auch noch mitnehmen müssen. Jetzt steht es 2000 zu 1600. Also 1600 zu 2000. Was hat er denn? Also die Bogenschützen sind heavy. Die sind richtig gefährlich. Speerkämpferinnen haben sehr hohe Angriffswerte. Oder sind eine sehr aggressive Einheit. Speerbrüder. Aber wahrscheinlich konnte er keine zusätzlichen Söldner holen, weil er hier wahrscheinlich schon alles geholt hat. Der hat quasi seine. Ja, ist eigentlich eine Söldnerarmee. Rang 6. Gut. Bin ich mal gespannt, ob die Unbesiegbaren wirklich unbesiegbar sind. Wir haben eine Möglichkeit, wenn das Gebiet. Ja, sehr schön. Also, so ein freies Gebiet ist natürlich für uns sehr positiv. Wir werden uns. Gar nicht einkesseln. Aber ich will mich hier aufstellen. So. Und zwar will ich das Gebiet hier
dazu nutzen, meine Flanke ein bisschen zu schützen. Es geht halt, indem ich hier vor dem Wald meine Einheiten platziere und er verliert hier dann ziemlich viel Geschwindigkeit. Also ein bisschen Geschwindigkeit. 30% Geschwindigkeit verliert er dadurch. Deswegen ist der Charge von ihm dann nicht mehr so stark da. Deswegen will ich hier deswegen mache ich hier auf meiner linken Flanke ein bisschen stärker. Also eine Einheit stärker. Und hier eben sind die ganz gut bedient dadurch, dass sie hier vor dem Gebiet sind, wo man nicht so schnell angreifen kann. So, da mache ich auch Blütenwand an, damit es eben nicht so, also ja, damit die Fernkampfangriffe nicht so, so viel Damage machen. So, jetzt kommt er hier natürlich. Ich versuche ihn mal so zu umkreisen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Hier gehe ich mal nach außen. Die machen halt schon viel Damage. Okay, also hier habe ich schon mal einen abgefangen, hier habe ich den nächsten abgefangen. Das läuft gut. Jetzt muss ich hier weg. Ist die Frage, ob der das aushält, ne? Weil der ist schon ziemlich kaputt. Zerstöcke
So, das ist schon mal gut. Das ist gut. Nein, 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 nein. Nicht dahin. Der General hat auch seine eigene Männer wanken. Seine eigene Vendetta da hier oben. Ah, naja, okay. Also hier können die eh nichts mehr machen. Ja, wobei. Die können den retten. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Bitte jetzt alle aufhören. Bitte alle auflösen. Oh. Kann man ja schneller machen hier. So, knapper Sieg. Naja, 202,6. Ganz cool, 2,3. Bei denen war eigentlich niemand so krass. Der ist noch mit 2. Ja, der General mit 68 ist noch ganz gut. Aber die KI kommt irgendwie bei mir selten über 100 Kills. Ah, schade. Schade, schade, schade. Ich erwarte weitere Befehle. Aber das ist halt der Nachteil bei Sparta, dass die so wenig. Also die haben eigentlich nur Bürgerkavallerie und sonst an sich nur leichte Kavallerie. Das ist ein bisschen schade, aber sonst wären die ja voll übertrieben. So wie Rom oder so. Nee, Rom gegen Sparta ist schon sehr interessant. Wann greift ihr dieses Volk an? Ja, nie. Das ist schon ziemlich interessant, weil also im Late Game. Au. Oh, die haben so tapfer gekämpft. Gegen eine Fullstack-Armee habe ich keine Chance. Ich hätte eine Chance, wenn ich irgendwie 3 oder 4 Pikiniers-Einheiten hätte. Also und volle plus die da. Dann hätte ich ja auf jeden Fall eine gute Chance. Ah, der hat es nur
geplündert. Jetzt geht er zur großen Stadt. Mhm. So, und ich habe schon wieder überzogen. Sorry dafür. Siedlung ausgeraubt, genau. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Oder, also hier auf YouTube. Oder wir sehen uns das nächste Mal. Ja, auf Twitter. Das streame ich jeden Montag und Donnerstag jeweils um 15 Uhr. Ja, bis dann. Macht's gut. Bye, bye.